Hatschi. Gesundheit. Hallo Leute und willkommen hier bei MirBeKit. Ja, nicht Hatschi, sondern Qi Wireless Charging. Wer mich erkennt, der weiß, von Zeit zu Zeit teste ich mal gern die neuesten Qi Wireless Charging Pads. Und das machen wir heute dann auch mal, und zwar diesmal mit einem Produkt von der Firma Andobil. Ein richtig kraftvoller Qi-Charger, der kann bis zu 15 Watt Leistung kabellos übertragen auf euer Gerät, wenn das Gerät das denn verkraftet oder aufnehmen kann. Wir haben USB Typ C als Ladekabel mit dabei und das soll auch durch dickere Hüllen funktionieren. Da bin ich mal gespannt drauf. Außerdem hat mir die Optik hier gut gefallen. Da ist so ein schöner Leuchtring. Da sehen wir nachher alles. Also, hinten haben wir noch mal ein paar Spezifikationen aufgedruckt und das alles mit umweltfreundlicher Sojatinte. Ja, wird extra hier erwähnt. So, wir machen aber heute mal ein bisschen flott. Ich packe jetzt hier direkt mal das Ganze aus. Also, wir machen ein flottes Unboxing. So, da haben wir es. Interessante Packung, ging etwas schwer auf. Dann wird das hier schön präsentiert mit einem iPhone 10 oder 10S. Das ist der C2 Wireless Charger, steht hier nochmal. Wireless Charging, Quick Charge 2030 Power Adapter iPhone, kann bis zu 7,5 Watt aufladen. Also ihr wisst ja, die iPhones sind ja leider limitiert. Die können maximal 7,5 Watt Leistung aktuell aufnehmen. Das Ding hier kann doppelt so viel Power rausdrücken. Aber es gibt ja andere Hersteller, die können auch mit der zusätzlichen Kraft was anfangen. Samsung zum Beispiel, die haben bis zu 10 Watt. Und ja, andere Hersteller, mir fällt gerade keiner direkt ein. Die haben da also dieses Quick Charge ja noch viel weiter ausgebaut, wie das hier von Apple aktuell der Fall ist. Also, wenn ihr da was habt, macht euch schlau. Bis 15 Watt klappt das hier. Hier soll eine Anti-Rutsch-Beschichtung drauf sein. Und wir haben eine sanfte Beleuchtung. Soft Lighting. Sehr schön. Aber wie kriege ich denn jetzt den Rest hier auf? Ah, dann geht's doch hier ganz regulär. Das hier ist nur ein kleines Sichtfenster. Und dann ziehen wir hier mal unser Produkt raus und haben hier nochmal eine Plastikabdeckung drüber. Und unser eigentliches Charging Pad. Oh ja, das macht einen sehr, sehr schönen Eindruck. Dann haben wir das Kabel mit dabei. Auch das wirkt hochwertig. Ihr seht, wir haben hier ein USB-A auf USB-C Ladekabel. Denn bei 15 Watt, das kann so ein Micro-USB-Käbelchen nicht leisten. Da braucht man USB-C. Was haben wir hier noch? Ein kleiner QR-Code mit irgendwelchen Überraschungen. Hui, gucken wir mal kurz rein. Okay, da kann man einen Quick Charger oder 10 Euro Belohnung bekommen, wenn man eine positive Bewertung abgibt. Naja, das ist ja mal fast schon Bestechung, will ich mal sagen. Egal, wir schauen jetzt hier mal rein. Da haben wir noch eine kleine Kurzanleitung, wo nochmal gezeigt wird, hier, wo ist die Sensorzone, wo kommt das Kabel hin, wo ist das Lichtchen. Ja, das ist ja alles bei so einem Ladegerät nicht so kompliziert. Und deswegen springen wir hier direkt mal in die Nahaufnahme rein. Da ist das Ladeteil und das ist aus, ja, Metall gefertigt, Aluminium würde ich mal sagen, schön mit schwarzer Lackierung drauf. Dann haben wir hier irgendwo noch diesen Leuchtring versteckt. Ich denke, der steckt hier so mittendrin, das wird nachher schön leuchten. Hier die Oberfläche, also besonders hier das Andobil-Logo, das ist stark gummiert. Ich denke, das soll dann das Telefon halten, ob das reicht. Denn das hier, das ist nur ein glatter Kunststoff und dann hier noch so ein schöner güldener Ring rundum. Also es wirkt hochwertig und echt gut verarbeitet. Unten drunter haben wir auch nochmal die technischen Daten stehen, was man als Input nutzen kann. 5 Volt 2 Ampere, 9 Volt 2 Ampere oder 12 Volt 1,5 Ampere. Natürlich die ganzen Sicherheitszeichen sind alle mit drauf und hier ein rundum solider Gummiring für einen, ja, stabilen Stand. So, ich schließe mal eben hier ein USB-Käbelchen an, ein USB-C-Käbelchen und dann schauen wir mal, was sich hier tut. Und ich hoffe, man kann es hier erkennen. Da hat auf jeden Fall kurz mal hier das Lichtchen geleuchtet und ich nehme jetzt mal einfach mein iPhone 10, habe hier eine Hülle drumherum, lege es mal drauf und ich habe es gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Es hat auf jeden Fall angefangen zu laden. Moment, ich mache es nochmal. Also ich lege es drauf. Und da seht ihr, es beginnt direkt zu laden. Aber jetzt mache ich mal das große Licht aus und wir schauen uns mal hier das ambiente Licht an, das uns hier so schön versprochen wird. Hier kann man das nämlich sehen, wenn ich von der Seite rangehe, ist es wie vermutet hier auf dieser oder unter dieser Erhöhung drin und leuchtet wirklich, ja, sehr angenehm. Also das ist gar nicht störend, wenn ich jetzt hier so von etwas weiter weg mal drauf schaue, dann sieht man das kaum. Ich mache mal noch dunkler.
So Leute, willkommen in Mi Apple Cats Darkroom. Ihr seht schon, das ist sehr, sehr dezent hier, dieses Leuchten. Gefällt mir aber. Wenn ich von oben drauf schaue, dann sehe ich hier überhaupt gar nichts leuchten. Gehe ich von der Seite ran, dann ist das hier schon deutlicher erkennbar. Und je tiefer ich jetzt hier reingehe, dann sieht man hier eben ja in dieser Kerbe, wo diese LEDs nach hinten eingebettet sind, ein sehr, sehr angenehmes, wirklich angenehmes Leuchten. Ich dachte, die haben da irgendeinen Quatsch drauf geschrieben. Ja, hier augenfreundlich, stört nicht beim Schlafen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das echt beim Schlafen nicht stört, hier diese Beleuchtung, da die echt nur sehr, sehr ja, sanft und unaufdringlich daherkommt. Doch, schöne Sache. Ich mache mal wieder heller. Und wir nehmen das Teil nochmal runter. Da könnt ihr es sehen, da ist die Beleuchtung. So, ganz kurz habe ich sie einfangen können. Und ja, jetzt lege ich das iPhone nochmal auf mit Hülle. Und es beginnt direkt zu laden, wie ihr sehen könnt. Mit 7,5 Watt, je nach Gerät, kann das bis zu 15 Watt Output dann liefern. Also, ich finde es schön, es gefällt mir. Es gefällt mir einmal von der Optik her, hier mit dem Metall, wunderbar. Ja, es lädt auch hier problemlos durch meine Hülle durch. Hat auch einen Schutz, falls das Ladegerät zu heiß werden sollte, schaltet sich das automatisch ab. Und wenn dann abgekühlt ist, dann wird nochmal automatisch angeschaltet und der Ladeprozess wird dann fortgeführt. Auch das ist ja hier nicht ganz unwichtig, denn beim Wireless Chargen oder beim kabellosen Aufladen per Qi, da entsteht eine ganze Menge an Wärme. Das merkt man dann auch. Die Geräte werden warm. Ich würde es jetzt, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt hier immer in der Hülle laden. Und deswegen mache ich die mal kurz runter. Denn einen Test will ich noch machen. Das iPhone hat ja eine Glasrückseite und mir ist das schon mal passiert, dass mir das iPhone von einer anderen Station runtergerutscht ist und hat sich dann verabschiedet auf den Boden vom Ladegerät, direkt auf den Boden gerutscht. Und hier haben wir nur diese kleine gummierte Fläche. Ich will mal sehen, ob die genug Halt bietet, dass das hier nicht einfach so verrutschen kann. So, ich habe es aufgelegt, es lädt und ja, es liegt tatsächlich nur, ich kann es hier euch nicht optisch zeigen, aber ihr seht, es wackelt. Es liegt hier nur auf dem Logo auf und jetzt werde ich mal das Gerätchen hier ein bisschen in die Schräge bringen. Ja, da fängt das iPhone an zu rutschen. Also, es bietet ein wenig Halt, und es liegt hier echt nur auf dem Logo auf. Finde ich echt interessant. Also, achtet darauf, dass das Teil hier auf einer geraden Fläche steht oder dass ihr eben dann doch eine Hülle drum habt, wenn ihr euch keine Sorgen macht wegen der Wärmeentwicklung. Aber ansonsten könnte das Telefon hier durchaus mal den Abgang machen, weil es eben nur hier auf diesem kleinen gummierten ja, Logo-Teil dann ruht und sonst gibt es hier keinen Extrahalt. Das würde ich als kleinen Kritikpunkt sehen. Da hätte ich lieber hier irgendwie so einen gummierten Ring gesehen, so wie hier auf der Unterseite, den auch nochmal hier oben einmal so rundum. Da hätte man einfach mehr, ja, mehr Grip. Aber ansonsten, schönes Ding. Doch, gefällt mir echt gut. Wirkt gut verarbeitet. USB-C, viel Output, schönes Design, dezente Beleuchtung. Wieso nicht, Freunde? Kann man machen, kann man ruhig mal machen. Ich verlinke euch das Ladegerät hier unten in der Videobeschreibung und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut.